In der ostukrainischen Großstadt Kharkiv suchen Rettungskräfte nach einem russischen Drohnenangriff in der Nacht zu Donnerstag unter den Trümmern eines Hochhauses weiterhin nach Überlebenden. Laut Angaben des Bürgermeisters von Kharkiv habe man Lebenszeichen unter dem zerstörten Wohnhaus feststellen können. Offiziellen Angaben zufolge habe es jedoch mehrere Todesopfer gegeben. Darunter sei unter anderem auch eine Krankenschwester. Die Angriffe auf das Wohngebiet seien in mehreren Wellen erfolgt. Die Ukraine wird fast jede Nacht von Russland aus angegriffen. Dabei ist die grenznahe Stadt Kharkiv besonders oft das Ziel. Informationen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine lassen sich in vielen Fällen allerdings nicht unabhängig überprüfen.